Hallo zusammen, mein Name ist Sebi und wir spielen Zombie Night Terror. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bewertet den Part. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, wir gehen direkt mal rein, geht nämlich hier. Wir sind diesmal auf der Seite der Zombies und müssen so viele Menschen töten, infizieren wie möglich. Und es fängt an mit Movie Night Terror. Ich habe schon mal gespielt, auch schon aufgenommen, allerdings war meine Aufnahme nicht so gut gewesen, beziehungsweise kaputt. Kontaminiere 3 Menschen, um 14 weitere zu töten. Herausforderung ist Overkill, töte alle Menschen. Ab geht's. Und schon geht's los. Also ich muss jetzt mit dieser Spritze hier 3 Leute infizieren. Ich kann mir aussuchen, wen ich möchte. Allerdings muss man auch ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel, wenn ich den jetzt infizieren würde, würde der hier reinrennen, die Tür verbarrikadieren. Deswegen primär erstmal die Leute infizieren, die sich hinter einer Tür befinden. Wie zum Beispiel er. Dann gucken wir, was er macht, weil hier kann auch noch einer reinlaufen. Die Türen kann man nicht zerstören. Nachher können wir Türen zerstören, jetzt allerdings noch nicht. So, sehr gut. Und ihr seht, sobald einer stirbt, kommt daraus ein neuer Zombie. Finde ich eigentlich gut. So, alle hinter der Tür haben wir. Jetzt weiter durch. Jetzt ist hier ganz rechts noch sowas. Dann nehmen wir einfach mal die Dame. Und. Oh, ich glaube, er nimmt gerade den Falschen. Warte, er macht die Tür zu. Das heißt, er dreht um und nimmt ihn. Ja, dann geht's. Dann haben wir alle. Oh, meine Zombieherde kommt schon. Wir brauchen noch nicht mal alle Spritzen. Wie cool ist das denn? So, wir essen alle. Guck mal, jetzt rennen die alle da rein. Und da sind so Zombies drin. Geschafft. Wir müssen ja nur noch den Rest hier essen und dann haben wir alle infiziert. Guck mal, wenn man ganz nah dran geht, erkennt man gar nichts mehr. Voll gut. Boah, eine riesen rote Fontäne. So, Overkill freigeschaltet, jetzt haben wir ein Gehirn. Was man damit machen kann, das weiß ich noch nicht. Aber wir haben quasi die Herausforderung geschafft. Nächster Level. Oh, da kommt ein Zombie durch die Tür. Oh, da sieht man, da ist einer, der kann sich wehren. Aber dann nehmen wir die Spritze und infizieren einfach den. So, und was macht der Gute? Frisst erstmal seine Freundin. Voll gut. Jetzt muss man hier sagen, geht hier hoch. Ist so ein bisschen wie Lemminge, würde ich fast schon sagen. Dann da hinten durch. Das ist das Blöde. Ich kenne jetzt schon, wie gesagt, den Anfang, weil ich habe es halt schon mal aufgenommen, aber macht ja nichts. Irgendwann kommt noch ein Level. Ich glaube, es ist Level 3 oder so, hatte ich mal gespielt, aufgenommen. Oder 4. Verbreite die Junkie-Seuche durch den Tod von 22 Menschen. Herausforderung, perfekter Meuchler. Töte alle Menschen, ohne Zombies zu verlieren. Das ist echt schwierig da dran. Und dann zum Beispiel anfangen direkt bei dem, weil der hat einen Knüppel. Der wird es hinrennen, den kaputt kloppen. Deswegen infizieren wir den, öffnen die Tür. Gehen hier durch, machen den platt. Wir müssen jetzt auch den Weg planen von den Zombies. Das ist richtig geil gemacht. Geht hier durch, da zurück. Ja, passt. Dann gehen die hier hoch. Hier sind 2 mit einem Knüppel. Da muss ich mal gucken. Eventuell reiche ich davon ein. Ah, ne, warte mal. Der hat eine Pistole, der andere hat einen Knüppel. Boah, gute Frage. Also ich muss auf jeden Fall davon einen infizieren. Aber ich würde mal sagen, den. Und den, bevor der jetzt den anderen kaputt haut. So. Hier werden jetzt alle gemampft. Gemampft, gemampft. Hier müssen wir nochmal in die Richtung laufen. Dann weiter gerade durch. Man hört eigentlich nur schreien die ganze Zeit. Voll gut. So. So, es geht durch. Und ihr geht schon mal runter und holt euch die da. Hey, warum ist der eine weitergelaufen? Das haben wir eine richtige Zombie-Armee. So, 4 Spritzen haben wir noch. Der würde sich wehren. Der hat eine Pistole, wehrt sich auf jeden Fall. Also folgendes. Warte mal, die laufen runter. Die infizieren jetzt die, dann können die runter. Hier geradeaus, dann machen die Tür kaputt. Den infizieren die. Kann ja schon mal den infizieren. Beziehungsweise ich infiziere den, sonst schlägt der halt meine Zombies kaputt. Getötet werden darf keiner von meinen Zombies, um die Herausforderung zu schaffen. Dann. Boah. Was machen wir denn dann? Ja, eigentlich müssen wir den noch infizieren. Weil der hat eine Pistole. Der nicht. Die Tür können wir kaputt machen. Guck mal, jetzt denkt er sich auch schnell weg. Und da sind voll viele. Achso, der hat sich versteckt. Ah, verstehe. Bringt ihn aber nichts. Okay, durch die Tür durch, dann gehen die da durch. Jetzt müssen wir mal ein bisschen den Weg planen. Hier hoch wäre nicht gut, weil dann hauen die Tür kaputt und fallen hier runter. Also wäre das doof. Hier hoch. Dann
Warte mal. Wie kommen wir denn da oben hin? Also ich weiß schon, wie wir da oben hinkommen, aber wie können wir die infizieren, ohne dass einer von den einen mein, also von mir kaputt schlägt? Warte mal, ich muss mich beeilen. Sonst fallen die da runter. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ja, warte mal, so machen wir. Dann sterben die auch nicht. Boah, warte mal, den im Arsch gefunden hab. Oh, warte mal. Oh, ich glaube, die töten sich gerade selber. Perfekt. Wow. Jetzt haben wir da einen Zombie da und da und jetzt werden alle getötet. Nochmal schnell machen. Das hatte ich vorhin noch nicht geschafft, das heißt... Herausforderung geschafft. Jawoll, Blutfontäne geschafft. So, die gehen da hoch und machen jetzt erstmal den Generator kaputt, weil der versorgt die Tür mit Strom und wenn er kaputt ist, geht die Tür halt auf. Macht Sinn irgendwo, oder? Oh. Oh nein. Halt sie auf, während ich fliehe. Wird er nicht schaffen, es sind zu viele. So. Müssen wir mal gucken. Ach genau, hier bekommen wir jetzt den sogenannten Stopper-Zombie. So ein bisschen wie Lemminge, ehrlich gesagt. Guck mal. Und du lockst ihn mal nach da. Der sagt denen so jetzt, hey, geht mal nach da. Hier, geht da lang. Daher. Okay. 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 Mehr macht er eigentlich nicht. Und zwar die ganze Zeit, solange er lebt, ist schlecht gesagt. Okay. Gehen jetzt da hoch. Laufen dann in die Richtung. Und... sind beim Ausgang. Nice. So, da bekommen wir jetzt DNA. Dann können wir wieder hier so einen Stopper machen. Weil wir müssen jetzt hier einen Stopper machen, weil sonst laufen die alle da runter und sind tot. Das wäre natürlich ein bisschen dumm. Hä? Und... oh. Bitte in diese Richtung laufen. Genau. Aufgemampft. Was war das nochmal? Ah genau, opfere einen Zombie, um mehr DNS zu halten. Brenne! Weil sonst kommen die da nicht vorbei. Das wäre natürlich irgendwie nicht so gut. Und geschafft. Das Death Lab. Ziel. Erzeuge eine Epidemie und töte 25 Menschen. Herausforderung Drogensucht. Finde das geheime Drogenversteck. Das ist, glaube ich, einfach. Warte mal, da unten sind ganz viele Minen. Da sollten wir nicht herlaufen. Gut, wir gehen erstmal hoch. Wobei, wie kommen wir denn an den hier dran? Weil, ich laufe ja nicht in die Richtung. Ich könnte jetzt Stopper machen. Warte mal, doch klar, ich könnte den Stopper machen. Guck mal. Holt euch die. Holt euch noch die anderen. Und dann kann ich den opfern. Und dann haben wir wieder mehr. So, da hoch. Da zurück. Dann holen wir uns die weg. Dann gehen wir nach rechts. Hier fahren wir wieder runter, weil das ist so ein instabiler Boden. Der instabile Boden. Da gehen sie hoch. Könnte eigentlich auch schon hier die Tür kaputt machen. Würde dann schneller gehen. So. Guck mal, hier ist ein Prediger. Voll gut. Das Ende ist nah. Näher als du denkst. So. Die Tür lassen wir zu, weil hier sind zwei mit Waffen. Die können die alle so wegraggen. Deswegen. Dadurch, das bleibt zu. Hier machen wir auf. Da machen wir auf. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Stopper, weil sonst laufen die in die Minen rein. Und hier ist das Drogenversteck. So. Hilfe, Hilfe! Matsch! Ah ja, genau. Oh, wo ich gerade Matsch sag. Sollte vielleicht mal sagen. Geht mal lieber nach da. Daher! Okay. Warte mal, hoch. Rechts hoch. Durch die Tür. Dann, wir können die Frau theoretisch noch holen. Oh ne, warte mal, die geht gerade raus. Wir lassen die Frau da, wo sie ist. durch die Tür, gehen hier hoch. Oh, da ist einer mit einer Waffe. Oh mein Gott. Egal, wir sind so viele. Okay, ich glaube, einer ist gestorben, macht nichts. Dann holen wir uns auch die weg. Ich glaube, da brauche ich jetzt einen Stopper. So, damit die dann da hochlaufen. Und sich die dann wegholen. Das lassen wir auf jeden Fall zu, sonst fallen die alle runter und sind tot. Das möchte ich nicht. So, durch. Hier brauche ich noch einen Stopper, sonst fallen die da runter. Oh, da ist ja einer mit einer Pistole. Aber es sind einfach zu viele. Oh, mach doch die Tür auf, Mann. Ah.
Hey, warte mal! Das ist Kacke! Oh, da müssen 10 Zombies drauf, sonst geht die Plattform nicht kaputt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Aber jetzt sind genug da. Jetzt sind auf jeden Fall genug da. Okay, da brauche ich doch keinen Stopper. So. Lol. Gut, da sind wir durch. Die Tür kaputt machen, dadurch, dann haben wir das Drogenlabor und dann müssten wir eigentlich schon ein Level geschafft haben, weil wir brauchen eigentlich nur noch eine Person. Drogenversteck gefunden. Oh, warte mal. Lol. Hatte ich vorher auch so viele? Egal. Oh, der Prediger ist weg. Der ist weg. Das sind so viele. Nein. Jetzt haben wir alle getötet. Geil. Death Lab. Und Herausforderung abgeschlossen. Mein Gott, Drogensucht, Drogenlabor zerstört. Weiter geht's. Dead heißt, lass die CDC die Kontrolle über die Infektion verlieren und töte 18 Menschen. Parkverbot, zerstöre den Lieferwagen. Oh Mann. Das wird interessant. Mist, ich muss jetzt auf jeden Fall wieder in die Richtung laufen lassen. Oh, was ist das denn? Oh, boah, ich wollte schon sagen, der läuft ja zurück zum Glück. So, da können wir jetzt ein. Warte mal, hat der eine Waffe? Oh, der hat eine richtige Waffe. Oh, oh. Er kommt. Okay, er geht. Was macht er denn da? Oh, er kommt. Oh, jetzt kommt er echt. Lol, der konnte gerade töten, weil er einfach im Fuß gebissen wurde. Wie cool ist das denn, bitteschön? Ah. Ich glaube, jetzt kann ich die explodieren freigeschaltet. Jetzt kann ich die sprengen. Muss mal gucken, dass ich nicht alle immer... Oh, nein. Oh. Okay, davon springe ich jetzt keinen, weil ich töte, glaube ich, auch meine eigenen Leute damit. Und wenn es zu voll wird hier oben, dann ist das ein bisschen doof. Da, den. Matsch! Dann müssen wir hier noch einen zermatschen. Okay, warte mal. Aber ich glaube, jeder, der stirbt, der gehört dann mir und dir zum Zombie. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Hier darf ich nicht so lange warten, weil der Raum hier ist nicht so groß. Ah, okay, nehmen wir den. Nein, oh. Oh. Wie die da runterfallen. Also, finde ich auch geil animiert. Ich meine, das ist ja nicht viel, aber trotzdem, wie die laufen. Voll cool. Boah, jetzt geht er da. Jetzt wirst du zum Zombie so. Matsch! Und 2 neue Zombies. Cool. Warte mal, die gehen da hoch, da rein. Ach, ich glaube, die hauen sich automatisch da durch, ne? Genau, du mampfst den mal, du gehst hoch. Das ist auch voll gut mit dem Springen, pass mal auf. Oder warte mal, der eine hat jetzt überlebt. Komisch. Was ist denn da los, Mann? Da oben komme ich nur hin, wenn ich das habe. Das heißt, ich kann da hoch, kann das Ding sprengen. Okay, warte, kriegen wir hin. Explodieren tötet wohl nur den, der explodiert. Glück gehabt. Eine Spritze. Dann mache ich dich mal zum Zombie. Jetzt müssen wir gucken. Da fallen die durch, dann sammeln die sich hier. Dann muss ich das sprengen, dann laufen die hier durch. Dann fallen die von oben runter. Essen den. Und da ist der LKW, den wir zerstören müssen. Genau, das ist gut. Sehr gut. Oh, der explodiert da richtig hart. Matsch! Okay, ich hoffe, das klappt. Das ist ätzend. Da kommt man nicht durch. Und da kommen, glaube ich, immer 2 neue raus. Deswegen muss ich mich mal irgendwie da durch explodieren. Ausgezeichnet. Oh, ja, voll! Okay, jetzt bin ich eigentlich auf den Stand, den ich vorher hatte. Parkverbot. Bis auf, dass ich das letzte Mal nicht geschafft habe, den LKW zu sprengen. Was wir dieses Mal ohne Probleme geschafft haben. Wer jetzt sich fragt, warum letztes Mal? Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, ist aber leider abgekackt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Dann spiele ich das auf jeden Fall weiter. Es sieht sehr, sehr interessant aus, weil da unten sind auch noch ganz, ganz viele verschiedene Fähigkeiten, die man einstellen kann oder zünden kann, machen kann, wie auch immer. Auf jeden Fall, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Part von irgendeinem anderen Spiel. Haut rein, tschüss!